Was planen die Parteien nach der Bundestagswahl für die Apotheken? Apotheker Talk hat beim Kandidatencheck mit Ihnen darüber gesprochen. Frau Katrin Vogler von der Fraktion Die Linke hat uns einige Fragen zur Gesundheits- und Apothekenpolitik beantwortet. Wir wollten wissen, wo innerhalb des Apothekenmarktes Defizite oder Verbesserungsbedarf besteht und was konkret reformierungsbedürftig wäre. Ein zentraler Punkt bleibt natürlich nach wie vor der Versandhandel und der Erhalt der Gleichpreisigkeit. Nach den neuen Regelungen im Vorortapothekenstärkungsgesetz gelten ja die gleichen Preise nur für jene Arzneimittel, die an gesetzlich Versicherte abgegeben werden. Das heißt, die privatversicherten, Beihilfeberechtigten, Selbstzahlerinnen sind da außen vor. Waffengleichheit sieht für uns als Linke natürlich ganz anders aus. Und außerdem bleibt die offene Frage, dass der Versandhandel aus den Niederlanden ungleichen Maßstäben unterliegt bei der Einhaltung der Temperatur während des Transports von Arzneimitteln. Das gefährdet die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Und denn, wie wir als Linke ja mit Anfragen an die Bundesregierung rausgekriegt haben, niemand will oder kann für die Kontrollen bei der Verschickung des Versandhandels aus den Niederlanden nach Deutschland zuständig sein. Also weder die Bundesregierung noch die Landesregierung noch irgendjemand in den Niederlanden. Und deswegen müssen hier sicherlich nochmal Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Einfallstor auch für schlechtere Qualität zu schließen. Wichtig ist auch, dass wir nochmal über die Honorierung reden. Allerdings glaube ich, dass im Augenblick die Apotheken so beschäftigt sind mit einer Vielzahl an Neuerungen und Veränderungen, dass eine große Honorierungsreform auch nicht zeitgemäß ist. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass es jetzt nicht lukrativer ist, wenn sich 3 bis 4 Apotheken um ein großes MVZ ansiedeln und dafür dann auf der anderen Seite im ländlichen Raum die Versorgung wieder schlechter wird oder in den strukturschwachen Gebieten. Dafür müssen wir Möglichkeiten finden, damit Patientinnen und Patienten eben nicht weite Wege zur nächsten Apotheke vor Ort in Kauf nehmen müssen, sondern dass eben gerade im ländlichen Raum die niedergelassene Apotheke gestärkt wird. Und konkret gibt es natürlich auch Handlungsbedarf aufgrund der AVP-Pleite. Tausende Apothekerinnen und Apotheker werden wahrscheinlich auf Schulden sitzen bleiben, auf Kosten sitzen bleiben. Es könnten so 350 Millionen Euro an Außenständen im Insolvenzverfahren möglicherweise nicht erstattet werden. Hier muss der Staat den betroffenen Apothekerinnen und Apothekern mehr Unterstützung anbieten. Und einige Apotheken werden wahrscheinlich auch vor Abschluss des Insolvenzverfahrens weitere Hilfen benötigen. Wie kann man die Apotheke vor Ort stärken und unterstützen? Das Problem mit der Gleichpreisigkeit und dem Versandhandel habe ich ja schon angesprochen. Die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen können ein positiver Baustein sein. Aber es darf eben nicht so chaotisch ablaufen, wie das Jens Spahn beispielsweise bei den Corona-Zertifikaten oder der Maskenverteilaktion angestellt hat. In den Apotheken steckt doch viel mehr Potenzial, als bisher abgerufen wird. Ich würde mir die Apotheke der Zukunft als Kompetenzzentrum wünschen, wo insbesondere die Beratung und über Arzneimittel, ihre Wirkung und vielleicht unerwünschte Nebenwirkungen im Mittelpunkt stehen. Aber auch bei der Prävention könnten Apotheken viel mehr leisten, als im Augenblick möglich ist. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass die Arbeit von Apothekerinnen und Apothekern honoriert wird, wenn sie beispielsweise Patientinnen und Patienten abraten, bestimmte Medikamente oder bestimmte Medikamentenkombinationen zu nehmen, weil diese Art von Beratung nicht nur zur Arzneimitteltherapiesicherheit und zur Adhärenz beiträgt, sondern weil es eben auch möglicherweise Verschwendung im Gesundheitswesen entgegentritt. Können Sie sich vorstellen, Apothekenketten zu erlauben? Die Linke steht uneingeschränkt für das Fremd- und Mehrbesitzverbot. Wir haben immer gesagt, dass für uns die flächendeckende Versorgung mit Apotheken vor Ort ein echtes Herzensanliegen ist und das Fremdbesitzverbot darf auf keinen Fall angetastet werden. Wir sehen ja, welche negativen Folgen es hat, wenn sich Unternehmen und Kapitalgesellschaften im Gesundheitswesen breitmachen, zum Beispiel bei den Krankenhäusern oder im zahnärztlichen Bereich oder bei den Pflegeeinrichtungen. Und das wollen wir für den Apothekenmarkt auf jeden Fall vermeiden.
Weitere Lockerung des Mehrbesitzverbotes können wir uns wirklich nur in ganz, ganz wenigen sehr genau zu beschreibenden Einzelfällen vorstellen, wenn auf andere Weise die flächendeckende Versorgung oder die wohnortnahe Versorgung mit pharmazeutischen Dienstleistungen nicht mehr sichergestellt ist. Aber wir sollten auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden. Welchen Beitrag müssen die Apotheken zum steigenden Finanzierungsbedarf der Krankenkassen leisten? Es ist leider richtig, dass die gesetzlichen Krankenkassen alle kräftig ins Minus rutschen und dass die Beiträge für die Versicherten stark anzusteigen drohen. Schuld daran ist die verfehlte Politik von Jens Spahn und auch von seinem Vorgänger Hermann Gröhe, die sich immer wieder an den Rücklagen der Kassen und am Gesundheitsfonds bedient haben und gleichzeitig den Kassen immer mehr Ausgaben aufgedrückt haben. Die Gesundheitspolitik der kommenden Jahre muss hier aber darauf ausgerichtet sein, dass der Anstieg in den Griff bekommen wird, aber ohne eben, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten darunter leidet und ohne, dass die Beiträge für die Versicherten stark steigen. Zunächst mal sehe ich hier auch Handlungsbedarf im Bereich der Mondpreise für neue patentgeschützte Arzneimittel, dass das erste Jahr immer noch der Preis frei festgesetzt werden kann von den Unternehmen, finde ich nicht akzeptabel und das sollten wir in den nächsten 4 Jahren beenden. Und auch die Gewinnerwartungen von Kapitalgesellschaften liegen ja dann auf den Ausgaben der Kassen. Auch da sollten wir gegensteuern. Und ganz klar geht es aber auch um die Einnahmenseite der Krankenkassen mit unserem Modell der solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung. Können wir medizinisch notwendige und sinnvolle Leistungen bei mehr Beitragsgerechtigkeit und für die allermeisten Menschen geringeren Beitragssätzen ausfinanzieren? Und wir könnten sogar die Zuzahlungen abschaffen, die wir für unsozial und unsachgemäß halten. In welche Richtung wollen Sie den Apothekenmarkt führen? Was wird Ende der nächsten Legislaturperiode anders sein als heute? Die Linke will ganz besonders die heilberuflichen Aspekte des Apothekerinnen- und Apothekerberufes stärken. Die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen sind dazu ein wichtiger Baustein. Ich bedauere das außerordentlich, dass die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband da nicht weitergekommen sind, dass es da offenbar eine Blockade gibt. Beide Seiten müssen sich sicher aufeinander zubewegen. Aber wenn das nicht gelingt, werden wir da als Gesetzgeber in der nächsten Legislaturperiode etwas nachregeln müssen. Denn diese neuen pharmazeutischen Dienstleistungen sind aus unserer Sicht wichtig, um niedrigschwellige Angebote im Gesundheitsbereich zu schaffen und eben auch Ärztinnen und Ärzte und Krankenhäuser zu entlasten und damit eben die Lasten im Gesundheitswesen auch gerechter zu verteilen. Was werden Sie unternehmen, damit die Digitalisierung und die Einführung des E-Rezepts nicht zu einer Schwächung der Apotheke führt? Die Linke stellt sich ja nicht grundsätzlich gegen das E-Rezept, uns sind aber Datensicherheit und Freiwilligkeit extrem wichtig. Außerdem ist natürlich zu befürchten, dass durch die Einführung des E-Rezepts Doc Morris und Co. einen weiteren Umsatzschub bekommen zu Lasten der niedergelassenen Apotheken. Darum haben wir eben im Bundestag gefordert, dass die Freiwilligkeit für die Inanspruchnahme des E-Rezepts garantiert wird, dass keine Werbung für kommerzielle Vermittlung von E-Rezepten erlaubt wird und dass es eben nur in einer öffentlichen Apotheke eingelöst werden kann. Unsere diesbezüglichen Anträge und Forderungen, die eben auch dem ausländischen Versandhandel einen Riegel vorschieben sollten, wurden aber von SPD und CDU/CSU leider abgelehnt. Jetzt tun sich halt plötzlich große Datenschutzprobleme bei der Einlösung des E-Rezepts auf, weil eben die wenigsten gesetzlich Versicherten über eine NFC-fähige Gesundheitskarte verfügen, die aber Voraussetzung wohl dafür ist, dass die Gematik-App vollständig funktioniert. Und da werden wir uns halt weiter dafür einsetzen, dass das E-Rezept erst dann flächendeckend ausgerollt wird, wenn auch die Voraussetzungen des Datenschutzes geklärt sind. Nur wissen wir auch, dass Bundesgesundheitsminister Spahn und der von ihm berufene Abteilungsleiter für Digitalisierung und Innovation Ludewig in weiten Teilen eben nicht nur davon geleitet sind, was gut für die Patientinnen und Patienten ist, sondern dass sie eben auch sehr stark orientiert sind an den Interessen der IT-Industrie und an den Interessen der großen Versandhändler. Und deswegen sind sie, glaube ich, ungeeignet, um diese Aspekte zu berücksichtigen.
Die Videos der anderen Parteienchecks gibt es in unserem YouTube-Kanal. Weitere Inhalte zur Bundestagswahl finden Sie auf apothekeadhoc.de.